Noch ein Notebook von Aldi. Das Medion Akoya E3222 ist eine vielseitig einsetzbare Notebook-Tablet-Kombi und alles andere als langweilig, wie der Test von Computerbild zeigt. Ein ausgeklügeltes Scharnier erlaubt beim Akoya die Bildschirmdrehung um 360 Grad. So lässt es sich als klassisches Notebook, als Tablet oder einfach nur zum Anschauen von Videos nutzen. Dabei ist das knapp über 13 Zoll große Display nicht zu mickrig, aber auch nicht zu groß für den täglichen Transport. Auf die Waage bringt das Notebook nur 1,5 Kilogramm. Der Bildschirm zeigt Spielfilme und Bilder in guter Schärfe, hoher Farbtreue und auf Wunsch mit einem hohen Kontrast. Der Touchscreen reagiert schnell und präzise. Das Touchpad ist schön groß, die Tastatur könnte etwas komfortabler sein. Abstriche muss man beim Arbeitstempo machen. Office-Aufgaben erledigt die Pentium-CPU zwar noch recht zügig, aber bei der Bearbeitung von Fotos und Videos ist Geduld gefragt. Immerhin gibt es eine kleine, aber schnelle SSD. Sie lässt sich relativ einfach gegen ein größeres Modell tauschen. Vorteil der Einstiegs-CPU? Sie entwickelt nicht viel Wärme und braucht daher auch keine Lüfter. Das Akoya arbeitet also geräuschlos. Außerdem ist der Energieverbrauch sehr genügsam. Im Test kam das Medion beim Arbeiten knapp 5 Stunden ohne Steckdose aus. Manko? Zum Aufladen brauchte der Akku elendlange 4 Stunden. Das Aldi Notebook bietet neben WLAN und Bluetooth 3 USB-Anschlüsse, außerdem HDMI und Headset. Leider keinen für Netzwerke. Das Medion Akoya E3222 ist vielseitig einsetzbar und gut verarbeitet. Das scharfe Display überzeugt mit einer hohen Farbtreue. Bei anspruchsvollen Aufgaben verlangt das Medion aber Geduld. Für alle, die ein günstiges Convertible für Internet und Office suchen, ist das Aldi Notebook eine gute Wahl. Testnote 2,7, Preis 299 €.